War ein sehr, sehr knappes Game, was auch hier on Stream war. Genau, das gegen Estian, das habe ich live gesehen. Das war, ja, das war ein richtig close. Oh, es geht direkt richtig schön los mit der Triple Mutual. Gut, macht aber ein schönes Comeback. Okay, diese Teleports finde ich so interessant. Ja, aber nee, ey. Also, Angry Face weiß einfach ganz genau, wo sein Schwert hin muss. Ja. Ja, das hat man vorhin auch schon gesehen, hatte ja fast das Upset gegen Estian. Ja. Oh, ja, das ist der halt. Der Tails-Slap ist ja auf jeden Fall schon böse. Aber es hat auch einfach eine insane Range. Ja, aber richtig. Den hat er richtig gut gesetzt. Fall die Tools für fast alles, könnte man sagen. Ah. Ja, Forward Hit macht aber auch wirklich. Mewtwo ist aber auch wirklich ziemlich floaty, aber trotzdem wirklich nicht mal Midstage, sondern von der anderen Seite, dass das auf 110 schon killt ist, ein bisschen insane. Aber ich muss sagen, das ist, sieht auch einfach echt ziemlich nice aus, wie irgendwie Face da den Zentrum. Ja, absolut. Also man weiß, dieser Dude hat auf jeden Fall Ahnung von dem. Ja. Jetzt hier die Mutter zum Ding. Trifft der Ball? Nee. Bin ich mir jetzt nicht ich, sicher. Ich meine, nee, ich glaube, jetzt die erste. Aber auch die Mutter ist halt echt an. Ja, total. Ja. Macht ein schönes Comeback. Das ist wieder üben. Das sah böse aus. Oh, ja, oh, doch nicht. Ja, der Dash Attack ist es dann letztendlich, wo es dann den Kill findet. Bleibt auf jeden Fall weiterhin spannend. Auch Lunatox macht jetzt wahrscheinlich wieder sein Comeback. Ja. Oder auf dem Weg. Ja, der Down Smash war sehr schön wieder. Also wenn Angry Face das gereadet hätte, das wäre richtig, richtig böse für die rausgegangen. Ja, aber es scheint so auch. Was schon zu werden. Kommt noch hoch. Und weg mit ihm. Ah. Ja, das war wichtig. Ja. So, es ist immer noch schwer zu sagen, wer hier irgendwie in Führung liegt, weil 50% jetzt ist. Ja, also leichte Vorteile bei Angry Face, aber das kann sicher auch ganz fix. Ja, den hat er halt einfach drauf. Ja, die Range ist voll gut. Endlos. Sehr viel Rock, einfach ein Lyric damit. Ich finde, Range zu sagen ist einfach ein bisschen ein Understatement. Ja, und kommt halt jetzt auch langsam in die Range. Oh, da eine gute Up-Air hätte es vielleicht gelesen werden können. Aber Lino bleibt strong. Oh! Ja. Ja. Oh. Und das war es immer noch nicht. Jetzt. Ja, jetzt aber. Ja. Mensch. Ja, nicht schlecht. Nicht schlecht. Aber auch wieder. Gut geholt. In mein ganzes Hin und Her die ganze Zeit. Auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ja, echt close. Ich meine, wir sind ja jetzt auch in den Top 8 drin. Das heißt, solche Matches werden wir jetzt wahrscheinlich immer öfter sehen. Und, ja, total. Das Gameplay ist absolut High Quality. Ja, das kann man nicht abstreiten. Auf jeden Fall. Und wir sind auf jeden Fall gespannt, wie es jetzt in der zweiten Runde weitergeht. Ja, total. Mit den beiden. Und schauen wir mal. Genau. Müssen wir wahrscheinlich gerade noch eine Stage finden. Ja. Vielleicht sehen wir einen Switch. Zwei Switch. Ich glaube auch nicht. Die sind ja beide eigentlich gerade sehr gut klargekommen. Es war super close. Ja, total. Also. Und Angry Face, glaube ich, weiter auch fast ausschließlich mit Sephiroth unterwegs.
Oder hast du ihn heute auch schon was anderes spielen gesehen? Ja, tatsächlich. Ich bin ja selbst Parry-Spieler und Angry Face meinte so auf dem letzten, in dem letzten Game, was wir hatten, wo es klar ist, ja, okay, es wird der Gewinn, weil die ersten beiden waren komplette Zerstörungen. Ja. Hat er dann auch auf Terry gewechselt und hat mir more or less gezeigt, wie man's eigentlich spielt. Aber ich glaube nicht, dass jetzt Terry sein Pick hier im Tournament wirklich ist. Ich glaube, da bleibt er eher bei Zephyroth. Mhm. Ja, Terry auch ein Charakter, den ich zum Beispiel nicht mehr oder ja, noch nicht gut kenne. In welche Richtung geht er so? Auf jeden Fall ist er so ein Fuzzi-Brawler halt, muss ich mir vorstellen. Und macht halt wirklich so Kombos, die musst du üben. So ein bisschen wie Little Mac, oder? Ja, aber nicht wirklich. So, er tut schon ein ganz anderer und interessanterer Gameplan, würde ich mal sagen. Eigentlich einfach sehr viele Kombos. Ja, schon wissen, was man tut, was ich nicht tue. Aber gucken wir mal hier weiter. Ja, absolut. Diese Teleportation hat irgendwie so ein bisschen das von Mortal Kombat von YouTube. Ah, okay, aber hier der Read auf jeden Fall. Ja, ja, ja. Das hat er kommen sehen. Ja. Findest du den Connect mit der Mitte? Ja, für die Back Air. Finish gut den Job. Ja. Ah, ja, ja, den hat er sehr, sehr schön gedodged mit der Abbieg. Oh, da ist eine Batterieleistung mehr. Ja, irgendwie wird einfach wieder aufladen gehen. Aber ich denke, vieles geht wirklich nicht mehr. Ich denke auch. Sephiroth muss einfach den Hit gewinnen, dann sollte er ihn nur haben. Ja, aber er ist einfach mit sehr, sehr nimble unterwegs. Aber Leaf hat auch definitiv jetzt so ein bisschen so sein Matchup raus. Ja. Gibt es so viele, die ihm davor in den Sessionen passieren und jetzt nicht mehr, weil es klar ist, ja, finde ich. Gibt auch hier definitiv Potenzial. Ja, also Angry Face muss halt jetzt auch irgendwie gucken, wie er da jetzt da reinkommt, weil ich das Gefühl habe, es ist so ein bisschen sein Flow verloren. Während du es sagst, er findet es gerade schon wieder ein bisschen wieder, aber leider ja, nicht aus. Da findet er sich einfach nur gut ab. Ja, vielleicht ist Mito auch gerade eigentlich gegen Sephiroth ein gutes Matchup. Das wüsste ich jetzt nicht, um ehrlich zu sein. Gar nicht drauf, was ich weiß, Terry gegen Swordfighter. Weil er einfach noch dichter dran sein muss. Genau, genau. Ja. Terry, dann möchtest du wirklich los. In dem Gesicht deines Gegners sein. Außer durch Gold. So. Ich glaube, die von Dino aus wird er hier schön finish. Nein! Da ist der. Von Angry Face. Das heißt, er kann hier vielleicht noch mal rankommen. Ja, und er findet auf jeden Fall gerade die Menge. Ja, jetzt. Da ist ein bisschen dein. Nicht unbedingt. Ja, jetzt wird es ein bisschen tricky, da aus der Disadvantage hier rauszukommen. Bisher aber. Ja. Nee, aber die Neutrals von den beiden werden wirklich extrem gut gespielt. Es ist nur so schade, dass Sephiroth in seiner Disadvantage nicht so viel machen kann. Und dass Lino da wirklich das komplett und schamlos ausnutzt. Das ist das zweite Game für Linux. Und das ist Linux, nicht der PC. Linotox, genau. Ja, auch wieder starke Runde. Ich habe das Gefühl, dass das Linotox jetzt irgendwie noch mehr drin ist, beziehungsweise Angry Face sich wieder so ein bisschen finden muss. Ja, total. Er muss einfach so ein bisschen sich den Download holen und vielleicht kriegt er dann doch noch ein schönes Comeback, eventuell ein 3-2. Aber wir müssen erstmal schauen, ob das wirklich gut ist.
Fall geht dann direkt in die Edge. Super schön. Sympathisch gefunden, ja. Ihn lässt sich aber absolut nicht unterkriegen. Nee. Macht weiter und fuckt diesen Self-Lock mit seinem Schwanz komplett weg. Ja, irgendwie, sobald man den Angry Face hat, wieder einen Fuß reinbekommt, haut ihm Genofox halt einfach das Ding in die Ohren. Oh, das war das sehr früh. Habe ich nicht kommen sehen, ehrlich gesagt. Ja, es ist einfach Mito. Dieser Charakter ist nicht sehr schwer. Also vom Gewicht her. Ja. Ja, richtig schön. Ja, der tat weh. Erste Down, wie ich jetzt gerade gesehen habe. Ja. Oder mir aufgefallen, was er gesagt hat. Richtig schön, alle drei Bälle connected. Ja, oh, der Bälle-Finish. Das ist das erste Mal, dass ich sowas gesehen habe. Das ist cool. Aber Angry Face muss jetzt halt auch einfach. Ja, total. Aber er liefert auch absolut ab. Ja. Musst du vielleicht noch ein bisschen wieder gucken, wie er hier aus dieser Situation rauskommt. Vielleicht ein bisschen den Fokus verloren durch die absolute Zerstörung von Angry Face. Ja, oh mein Gott, Angry Face, er delivered. Ah, aber jetzt. Ja. Aber hat halt immer noch den Vorsprung. Absolut easy hier. Das ist wirklich auch ein bisschen crazy. Also, Zephyrock, Edge Guard ist einfach. Ja. Das ist auch nicht übernommen, wenn du dich bist. Nicht sehen wir drauf. Schade. Ja. Das gibt Dino natürlich jetzt natürlich nochmal neue Chancen, dieses Game around zu spielen. Ja, da wollte er vielleicht auch zu früh zu viel. Ich finde hier nochmal so ein Angle wie beim ersten Stop. Ja. Ja. Das bleibt auf jeden Fall spannend. Ja. Er gibt ihn nicht so einfach ab. Oder? Er kann recovern. Okay, ich dachte schon, das wäre es gewesen. Das ist sicher. Ja. Ich glaube, da wird Angry Face sicher werden, wenn er den jetzt nicht kriegt. Das war einfach. Ja. Da ist es vorbei. Ja, das ist, glaube ich, sehr, sehr ärgerlich für Angry Face, der eigentlich gerade wieder ins Spiel reingekommen war. Und dann hat Lino einfach wieder den Angle